Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal hier aus der Löwe Galerie in Bonn. Die Firma Löwe hat ein neues Produkt auf den Markt gebracht, den Löwe Bild V48 DR+. Dieses Gerät gibt es natürlich auch in der Nicht-DR+-Variante. In diesem Video möchten wir Ihnen einmal die 48er-Variante mit Festplatte vorstellen. Viel Spaß bei dem Video! Schön, dass Sie das Intro abgewartet haben. Bevor wir aber mit dem Löwe Bild V48 DR+ starten, haben wir noch eine Kleinigkeit in eigener Angelegenheit. Wir haben leider festgestellt, dass mehr als 97% der Zuschauer den Kanal noch nicht abonniert haben. Da würden wir Sie natürlich bitten, den Kanal zu abonnieren, um uns zu unterstützen. Kommen wir aber nun zum Löwe Bild V48 DR+. Wie auch schon bei den anderen Geräten wird der Fernseher mit der Löwe Assist Fernbedienung in der Alu-Variante ausgeliefert. Des Weiteren befindet sich ein Tischfuß im Lieferumfang und in der Welcome-Box befindet sich eine Kurzanleitung sowie das Montagematerial, um den Tischfuß zusammenzubauen. Zu guter Letzt, nicht zu vergessen, natürlich auch der Fernseher. Der Löwe Bild V48 kommt in dem klassischen Löwe Bild V-Design. Das bedeutet, egal ob der 55er oder 65er, Sie haben alle den abgeschrägten Lautsprecher. Auch optisch ist der Fernseher identisch zu den anderen Löwe Bild V-Modellen, bis auf lediglich natürlich die Größe. Das ist auch das Besondere bei dem Löwe Bild V48 DR+. Viele haben lange Zeit bei Löwe ein 48-Zoll-Gerät vermisst, welches ein Programm gucken und ein Programm aufnehmen kann. Das ist jetzt endlich der Fernseher, der dieses unterstützt in der 48-Zoll-Größe. Und zusätzlich ein gelungener Nachfolger für Ihren Art 46 oder auch Individual 46, der diese Funktionalitäten unterstützt. Für alle diejenigen, die noch keinen Löwe-Fernseher haben, es gibt bei Löwe immer eine Unterscheidung zwischen Geräten mit Festplatte, das sind die DR+-Varianten, und ohne Festplatte. Der wesentliche Unterschied ist, dass die Geräte mit Festplatte halt immer eine Sendung oder sogar zwei Sendungen parallel aufnehmen können, plus halt das Löwe DR+-Streaming unterstützen und auch permanentes Timeshift. Das bedeutet, Sie können eine Sendung anhalten und können nach 20 Minuten weiterschauen an der Stelle, wo Sie es pausiert haben. Ansonsten sind die Geräte komplett identisch. Zu den technischen Daten des Löwe Bild V48 gehört natürlich das 48 Zoll OLED-Display. Er hat eine Musikleistung bei dem Lautsprecher von 2x40 Watt, also eine Gesamtleistung von 80 Watt. Er besitzt in dieser Variante die Festplatte DR+. Er hat das klassische Löwe-Auge, in dem sich ein Infrarotsensor befindet, der die Helligkeit anpassen kann, und eine Statusanzeige, die Ihnen anzeigt, ob Sie Fernseh gucken, ob Sie aufnehmen, ob der Fernseher eine OLED-Kalibrierung durchführt. Er hat das klassische Löwe OS mit der super, super einfachen Bedienung und ein weiteres Schmankerl, er hat Mimi an Bord. Damit Sie nun auch wissen, was Sie an den Löwe V48 anschließen können, zeigen wir Ihnen nun die Anschlüsse. Bei den seitlichen Anschlüssen haben wir einen USB 3.0 Anschluss, darunter einen USB 2.0 Anschluss und die erste HDMI-Buchse, in dem Fall HDMI 4. Alle HDMI-Buchsen bei Löwe beim Bild V-Modellen sind auch gleichzeitig UHD und 4K tauglich. Darunter befindet sich der Common Interface Schacht, in dem Fall in zweifacher Ausführung. Wenn Sie die DR+-Variante haben, könnten Sie dann zum Beispiel zwei verschiedene Module einstecken, um Bezahlfernsehsender darüber zu schauen. Darunter befindet sich ein weiterer HDMI-Anschluss, in dem Fall der HDMI 3. Ein Mini-Display-Port folgt und ein RS232C-Anschluss, der für die meisten keine große Bedeutung mehr hat. Die zwei letzten Anschlüsse an den seitlichen Anschlüssen sind dabei schon viel interessanter. Zum einen einen klassischen Kopfhörerausgang, die Headphone-Buchse, wenn Sie jetzt einen kabelgebundenen Kopfhörer anschließen möchten, und darunter den Audio-Aus- bzw. Toslink. Dafür gibt es einen Adapter, damit man darüber den optischen Audio-Ausgang nutzen kann. Oder auch
Die Anschlüsse sind wichtig, wenn Sie den neuen Subwoofer von Löwe verbinden möchten, sind diese Anschlüsse auch wichtig. Bei den unteren Anschlüssen haben wir wieder einen Motor-Unit-Anschluss, damit Sie einen motorischen Drehfuß unter den Fernseher montieren können, einen weiteren USB 3.0-Anschluss, zwei HDMI-Anschlüsse, einen Antenneneingang für DVB-C oder DVB-T2 Fernsehen, zwei Satellitenbuchsen für Satellitenfernsehen und zu guter Letzt eine Netzwerkbuchse mit einem RJ45-Stecker. Auf der linken Seite befindet sich natürlich noch der Stromanschluss. Wenn Ihnen der Löwe Bild V48 genauso gut gefällt wie uns, dann zögern Sie nicht, bei uns ins Geschäft vorbeizukommen oder den Fernseher bei uns im Online-Shop zu bestellen. Deshalb sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal hier aus der Löwe Galerie in Bonn.